Hallo, mein Name ist Dirk Stenger. Oder? Man hört mich? Okay. Richtig, also im Q-Guess geht es jetzt nicht ganz, aber ja, werden Sie gleich sehen, worum es geht. Also mein Thema ist ja die Bauleitplanung oder allgemein Pläne, wie auch die Landschaftsplanung oder richtig, also allgemein Pläne, und dafür haben wir ein Tool geschrieben. Oder haben wir mehrere Tools geschrieben, die wir unter dem Namen Xplanbox zusammenfassen. Ja, hier ist ein kurzer Überblick, wie mein Vortrag aufgebaut ist. Ich erzähle erst kurz, was Xplanung ist. Das ist nämlich thematisch der zentrale Bestandteil meiner Präsentation. Dann erläutere ich kurz, wie wir mit der Software Degree die Xplanung umsetzen. Wir haben kleine Erweiterungen geschrieben, mit denen man Xplan GML validieren, verwalten kann. Das Ganze oder diese ganzen Tools zusammen haben wir unter dem Begriff Xplan-Box zusammengefasst, also ein Gesamtpaket. Den abschließen werde ich mit dem Fazit. Mein Name ist Dirk Stenger, ich bin Diplom-Geograf und arbeite seit 2012 bei Luttlern als Softwareentwickler. Meine Hauptinteressen und auch auf der Arbeit meine Hauptarbeitsfelder sind OGC-Standards, wie zum Beispiel WMS und WFS, was halt auch für diesen Vortrag relevant ist. Ich bin halt beteiligt an der Implementierung der Degree-Software, die halt diese eben genannten Standards umsetzt. Erstmal ein paar Screenshots, um neugierig auf das Thema zu machen. Also rechts oben sehen Sie ein Xplan GML-Dokument. Das sind die Daten, in denen es um die es in diesem Vortrag geht. Links daneben ist bereits eine Umsetzung von uns, und zwar der Xplan WMS. Das ist ein WMS, der genau diese Daten dann anbietet und visualisiert. Hier sehen Sie noch zwei Screenshots, einmal von dem Xplan Manager und dem Xplan Validator. Der Xplan Manager ist ein Tool, um diese Xplan GML-Daten zu verwalten und hat auch noch weitere Funktionen, also die Qualität der Xplan GML-Daten zu verbessern. Und der Validator validiert diese Daten. Und das ist ein Report, der durch dieses Tool erstellt wird. So, aber erstmal erläutere ich, was ist die Xplanung überhaupt? Also aus der eGovernment-Initiative im Rahmen des Projektes Xplanung wurde ein objektorientiertes Datenmodell oder Datenaustauschformat entwickelt, nämlich das Xplan GML. Richtig, das hat halt den Ziel, dass man, also das in der Planung die Daten das raumbezogene Planwerke verlustfrei zwischen den verschiedenen Akteuren ausgetauscht werden können. Richtig, hier sieht man nochmal am kleinen oder an so einer Abbildung, was der Vorteil der Xplanung ist. Wenn man die Xplanung nämlich nicht hätte, also keinen gemeinsamen Standard, müssen alle Akteure, die in der Planung beteiligt werden, untereinander die Daten austauschen. Und es gäbe halt sehr viele Kommunikationswege und Austauschwege. Der Standard-Xplanung ermöglicht es, dass alle Akteure die Daten im gleichen Format vorliegen haben oder im gleichen Format erstellen und in diesem Format dann an alle anderen Akteure weitergeben können. Das heißt, es gibt wesentlich weniger Aufwand beim Austausch der Daten. So, jetzt gehe ich darauf ein, wie uns Degree hilft, ja, Xplanungsfragestellungen umzusetzen. Degree ist eine Open Source Software für die Umsetzung von Geodateninfrastrukturen. Richtig, vor allem werden die ganzen Standards, die Sie hier auf der rechten Seite sehen, implementiert und können, ja, wie gesagt, durch die Degree-Software bereitgestellt werden. Degree ist in Java geschrieben. Den Quellcode kann man sich auf GitHub anschauen, unter folgendem Link. So, und die Besonderheit an Degree ist, dass es mit komplexem GML umgehen kann. Und dieses Xplan GML ist komplexes GML. Das heißt, Degree kann das sowohl einlesen als auch ausgeben. Und das ist halt ein Grund, ja, weswegen sich Degree besonders eignet für diese Fragestellung. So, es gibt, wenn man sich dieses komplexe Xplan GML anschaut, ein Problem. Es gibt nämlich bisher kaum Clients, die dieses GML verarbeiten können. Deswegen haben wir im Rahmen eines Projekts mit Degree eine Lösung entwickelt, die dieses komplexe Schema
vereinfacht in ein flaches Schema, was halt nicht mehr komplex ist. Und dieses Schema haben wir X-Plan-Syn genannt. Richtig klar, die komplexen X-Plan-GML-Versionen können dann auf dieses Schema gemappt werden. Noch eine zusätzliche Besonderheit von dem X-Plan-Syn-Schema ist, dass dieses Schema alle X-Plan-GML-Versionen, also 2.0, 3.0, 4.0 und 4.1, in einem einzelnen Schema bündelt. So, jetzt gehe ich auf die Degree ein, wie Degree das X-Plan-GML-Schema und dieses vereinfachte Schema nutzt. Also unser Ziel ist es ja, die X-Plan-GML-Daten durch ein WMS zu visualisieren und durch ein WFS zum Download bereitzustellen. So, das ist generell die Fragestellung in diesem Projekt gewesen. So, unsere Daten liegen in der PostGIS-Datenbank. Das ist schon mal die Voraussetzung. Das heißt, die interessante Frage ist jetzt, wie kommen die Daten von der PostGIS-Datenbank zum WMS bzw. WFS? Und das läuft über so einen sogenannten SQL-Feature-Store. So, für diesen SQL-Feature-Store, also das ist jetzt Degree-Konfiguration, gibt es mehrere Konfigurationsparadigmen. Der Table-Driven-Mode ist ein ganz einfacher Modus, der einfach die Tabellen, ihre Spalten in Feature-Types und Properties umwandelt. Hat aber dient nicht dazu, zum Beispiel ein existierendes GML-Schema durch ein WFS bereitzustellen. Dafür braucht man dann ein komplexeres Konfigurationsparadigma, nämlich den GML-Schema-Driven-Mode. diesen Konfigurationsmodus nutzen wir. Und da gibt es dann wiederum zwei Optionen, einmal den Blob-Modus und den relationalen. Der Blob-Modus ist einfacher, also auch einfacher zu konfigurieren. Dort hat man im Prinzip eine Tabelle mit einer oder zwei Spalten, so in unserem Fall sind zwei. In der ersten Spalte landet das komplette X-Plan-GML, was zum Beispiel importiert wird. Das heißt, die X-Plan-Daten werden nicht in einzelne Spalten aufgeteilt. So, denn beim relationalen Modus ist es genau anders. Dort hat man mehrere Tabellen, also für jeden Feature-Type eine und für jedes Property eine eigene Spalte. Das heißt, die ganzen Werte aus dem X-Plan-GML werden aufgesplittet in verschiedene Spalten. Das ist erstmal der Unterschied bei der Datenhaltung. Der relationale Modus ist wesentlich komplizierter zu konfigurieren, weil man hat halt dieses Datenbankschema und dann muss man in der SQL-Feature-Store-Konfiguration wiederum das Datenbankschema auf das GML-Schema mappen. In dem Blob-Modus haben wir für den Import von dem komplexen GML verwendet und den relationalen Modus für unser X-Plan-Syn-Schema. So, richtig, das ist hier nochmal aufgeführt. Also es gibt Blob-Feature-Stores für X-Plan-GML 2.0, 3.0, 4.0 und 4.1 und einen relationalen Feature-Store für das X-Plan-Syn-Schema. So, man kann sagen, der Blob-Modus ist einfacher zu konfigurieren, hat aber mehrere Nachteile. Und zwar ist er nicht so performant, vor allem wenn man Filterausdrücke anwendet. Also das sollte man eher nicht machen, weil halt immer die ganzen, also alle GMLs dann ausgelesen werden müssen. Im relationalen Modus sind Filterausdrücke halt performant und auch das Aufsetzen eines WMS. Deswegen haben wir das X-Plan-Syn-Schema für den WMS wir haben drei Dienste erstellt aus diesem Datenschema, den X-Plan-WMS und den X-Plan-Syn-WFS und den X-Plan-WFS. Der X-Plan-WMS basiert auf dem flachen Schema, aus dem X-Plan-Syn-Schema. Das heißt, er ist performant und nutzt SLD-Regeln zum Stylen. Man kann im Prinzip alles auf diesen Dienst machen. Der X-Plan-Syn-WFS basiert auch auf dem X-Plan-Syn-Schema, ist also auch performant und kann auch komplexe Filterausdrücke verarbeiten. Und ein weiterer Vorteil ist, fast jeder Client kann diesen WFS nutzen, weil es halt kein komplexes GML ist, was da rauskommt, sondern so ein flaches GML.
Und der Xplan WFS, der gibt dann die Original Xplan GML Daten wieder, also auch in dem Xplan oder in dem Xplan GML Schema, ist aber wie gesagt nicht performant bei Filterausdrücken und kann auch nicht in jeden Client eingebunden werden. Das heißt, durch diese drei Dienste decken wir eigentlich die verschiedenen Anwendungsfelder, die man bei der X-Planung haben kann, ab. Ja, richtig. Dann nochmal einfach allgemein zum X-Plan WMS. Wir haben ein komplettes Set an SE-Regeln geschrieben, um diese einzelnen X-Planungsobjekte zu stylen. Also hier sieht man jetzt einen Bebauungsplan, der durch den Degree X-Plan WMS visualisiert wird. Als Beispiel. So, dann komme ich zu den weiteren Tools, die wir noch ergänzend hinzugefügt haben, und zwar der X-Plan Manager, auch ein sehr wichtiges Tool in dieser Reihe. Das ist ein Client, mit dem man die X-Plan-Daten importieren kann, also in die Datenbank. Das ist halt der einfachste Weg, also ein X-Plan GML in unsere Postgres-Datenhaltung zu überführen. Gleichzeitig wird auch das X-Plan-Syn-Schema gefüllt. Das heißt, dieses komplexe GML wird aufgedröselt in diese einzelnen Spalten gespeichert. Zusätzlich kann man die Pläne wieder aus der Datenhaltung löschen. Man kann sie auch editieren und man kann sie über eine Oberfläche, die man hier unten sieht, verwalten. Das heißt, man kann zum Beispiel auf den Plänen suchen. Man kann Kategorien auswählen, dass bestimmte Pläne ausgeschlossen werden. Es gibt eine kleine Kartenvorschau. Ja, so viele kleine zusätzliche Features. Dieser X-Plan Manager kann sowohl über die Web-Oberfläche und auch das CLI benutzt werden, wobei die Web-Oberfläche mächtiger ist. Also das CLI ist hauptsächlich für einen Import gedacht. Eine weitere Besonderheit des X-Plan Manager ist, dass dieser einen sogenannten Synthesizer besitzt. Und dieser Synthesizer manipuliert die Daten beim Import, die in das X-Plan-Syn-Schema eingefügt werden. Also natürlich nur im positiven Sinne. Also diese Manipulationsvorgänge sind über Regeln frei konfigurierbar. Und also das prominenteste Beispiel ist, dass zum Beispiel Codelisten, die ja im X-Plan GML existieren, und eben durch bestimmte Codes im X-Plan GML dargestellt werden, übersetzt werden durch diesen Synthesizer. Das heißt, beim komplexen GML hätte man jetzt irgendein Element, Wohngebietstypen, dann irgendein Code, 1000 oder so. Der Nutzer wüsste aber nicht, was das ist. Und der X-Plan Synthesizer übersetzt dann halt diesen Code und schreibt dann auch den übersetzten Wert in die Datenbank. Und das ist halt vor allem bei dem X-Plan WMS ein Riesenvorteil, wenn man dann zum Beispiel im GetFeatureInfo nicht den Code zurückbekommt, sondern wirklich den übersetzten Wert, mit dem auch die Nutzer oder die Anwender was anfangen können. Der Editor ist auch noch ein größeres Feature. Es erlaubt halt das Editieren eines bereits importierten X-Plan-GML-Plans. Zusätzlich habe ich hier noch ein paar Features aufgelistet. Es gibt noch einen Berechtigungsmechanismus, also man kann den X-Plan-Manager auch an einen Active Directory anbinden. Es gibt auch noch verschiedenste Analysefunktionen, die man während des Imports durchführen kann. Also zum Beispiel die Rasterdaten valid, oder ob die Software mit den Rasterdaten umgehen kann. Man kann einen Gültigkeitszeitraum angeben, der bestimmt, ob ein bestimmter Plan im WMS angezeigt wird. Also es sind viele kleine Features noch drin in dem X-Plan Manager. So, dann gibt es noch den X-Plan Validator, der ist ein bisschen schlanker, der validiert halt X-Plan GML Daten. Generell gibt es hier erstmal drei verschiedene Validierungstypen, nämlich die syntaktische Validierung, das ist einfach eine Schema-Validierung des X-Plan-GMLs, die geometrische Validierung, die überprüft, ob die Geometrien, die sich in dem X-Plan-GML befinden, valide sind, und die semantische Validierung, die halt, das sind halt oder fachliche Regeln, die frei konfigurierbar sind, richtig, die halt überprüfen, ob das Dokument semantisch korrekt ist. Drei Typen können auch einzeln ausgewählt werden über die Oberfläche, und man sieht im Validierungsbericht, kriegt man auch jeweils einen Report zu allen drei Validierungstypen. Kann auch wieder über die Web-Oberfläche oder das CLI genutzt werden. Zudem sieht man hier rechts, gibt es auch noch
viele erweiterte Funktionen. Man kann diesen Validierungsreport noch als PDF runterladen, als XML. Man kann Geometriefehler sich in einem Shapefile darstellen lassen. Also ich denke, da reicht jetzt gar nicht die Zeit für das alles vorzustellen. So, diese ganzen Features oder diese ganzen, ich würde es eher eine Sammlung an Tools nennen, haben wir unter dem Gesamtpaket der X-Plan-Box zusammengefasst. Hier habe ich mal zwei Beispiele aufgelistet, die können Sie sich auch gerne anschauen. Einmal das LKI X-Planung ISK-Portal, also das ist der Landkreis Elbe-Elster, der halt die X-Planung schon einsetzt. Das ist ein frei verfügbares Portal, können Sie sich unter folgender Adresse anschauen. Das hier ist auch die Startseite davon. Und es gibt auch eine Latlon-Demo von der aktuellen Version der X-Plan-Box, die man unter folgender Adresse erreicht. So, die X-Plan-Box basiert halt, wie eben auch schon angeklungen ist, auf verschiedensten Open-Source-Komponenten. Die wichtigste dabei ist sicherlich Degree. Degree nutzt für das Darstellen von Rasterdaten GEDAL. Deswegen haben wir hier GEDAL noch aufgeführt. Und die Daten befinden sich in der Postgres-Datenbank mit Postgres. So, zusätzlich haben wir noch in den X-Plan Manager noch Open Layers integriert, um so eine kleine Vorschau für einzelne Pläne zu ermöglichen. Und wir haben noch ein ganzes Portal mit GeoMyers realisiert. Das ist im Prinzip ein WebGIS-Client einfach, der diesen WMS einbindet, der alle Pläne beinhaltet. Und dort kann man dann nach einzelnen Bebauungsplänen suchen und die sich halt anschauen, PDF-Dokumente daraus erstellen, ja, wie man es halt kennt vom Client. Richtig, und dieses GeoMyers nutzt wiederum GeoTools. Das heißt, diese sechs Open-Source-Software-Komponenten sind in diesem Paket verbaut. Richtig, hier sieht man jetzt noch einmal den X-Plan Manager, also das Verwaltungstool und vor allem die Kartenvorschau. Also ich habe jetzt hier auf den zweiten Plan geklickt, auf die Kartenvorschau. Das ist auch ein Plan vom Landkreis Elbe-Elster. Man sieht, dass hier diese Karten, also es wird auf diesen einen Plan gezoomt. Und man sieht, dass dieser Client halt mit Open Layers umgesetzt wurde. So, das hier ist so das GeoMyers-Portal. Richtig, was verschiedenste Funktionen hat. Also ich habe hier einfach mal rangezoomt, ein Get-Feature-Info auf einen Plan gemacht. Man sieht, dass man halt die verschiedenste Informationen zu dem Plan bekommt. Man kann sich sogar auch solche X-Pläne haben ja auch häufig Verweise auf Dokumente. Diese Dokumente kann man sich über das Get-Feature-Info runterladen. Also hier entstehen dann so Download-Links, auf die man klicken kann. Ja, und zusätzlich gibt es halt alles, was so ein X-Plan oder was so ein Geoportal beinhaltet in diesem Client. Also eine Layerbaum, eine Legende. Man kann die Layer sortieren, eine Suche und so weiter. Ja, dann komme ich zu meinem Fazit. Also die X-Plan-Box generell kann man sagen, eben ermöglicht das Verwalten von X-Plan-GML-Planwerken. Vor allem durch dieses X-Plan-Sinn-Schema, was wir geschaffen haben, ist die Breite der Anwendung noch höher. Das heißt, es gibt noch mehr Use Cases für diese X-Plan-Daten. Zudem wird die Qualität oder kann die Qualität überprüft und auch erhöht werden durch die Nutzung des X-Plan-Validators und des X-Plan-Managers. Und es gibt halt auch eine Visualisierungskomponente durch die beiden Clients Open Layers und GeoMyers. So, ich denke, jetzt beende ich den Vortrag mit einem relativ abstrakten Bild. Was halt die X-Plan-Box ausmacht, man kann eben Pläne verwalten mit diesem Paket. Man kann sie publizieren über den WMS und WFS und das ermöglicht wiederum, dass sich Dritte an der Planung beteiligen können. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es noch Fragen? Ja, vielen Dank, Herr Stenger. Erstmal Entschuldigung, das hat natürlich nichts mit Kugels zu tun, sondern mit Degree. Ich habe an Degree gedacht und Kugels gesagt. Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen zu diesem Vortrag?
Erstmal keine. Ich hätte erstmal eine Frage zu der Akzeptanz. Also Verwaltung, das ist ja, ja doch immer schon etwas ein schwieriges Feld und die Mitarbeiter, die nutzen meistens schon ziemlich lange irgendwelche Tools und die Umstellung ist da meistens recht schwer. Wie ist denn die Akzeptanz bei der X-Planbox? Wird das gut angenommen? Oder ich sag mal, die Voraussetzung ist ja, dass die Kommune bereits X-Plan GML hat. Also das ist ja kein Tool zum Erstellen von X-Plan GML. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig hervorzuheben. Das heißt, man braucht ein zweites Produkt, um eben diese X-Plan GML-Daten überhaupt zu erstellen. Aber wenn man sie dann einmal hat, also da wird es eigentlich durchweg positiv aufgenommen. Dient halt die X-Plan-Box dazu, diese Daten zu verwalten, zu publizieren, zu verbessern. Ja. Also ich glaube, ich würde aber sagen, dass der erste Schritt der schwierigere ist, dass man erstmal die ganzen Daten halt in das X-Plan-GML-Format bekommen muss. Aber wenn man das erstmal hat, kann man halt diese Software nutzen, um die Daten produktiver nutzen zu können.